Es ist komisch, dass ich mit 26 fast der Älteste auf dem Platz war heute, aber es zeigt einfach, wie viel Qualität wir so im Nachwuchsbereich haben, wo die jungen Spieler schon alle ja, Hauptprotagonisten sind in ihren Vereinen und so viel Qualität haben, dass sie auch in der Nationalmannschaft auflaufen können. Ich glaube, dafür, dass wir heute das erste Mal auf dem Platz in der Formation zusammengestanden haben, haben sie es sehr ordentlich gemacht, haben versucht, Fußball zu spielen, haben versucht, die taktischen Vorgaben des Trainers umzusetzen. Und mit ein bisschen Glück hätte vielleicht auch mal einer reingehen können, aber sei es drum. Das Spiel ist 0-0 ausgegangen und damit können wir, glaube ich, ganz gut leben. Ja, ist ein sehr schönes Gefühl. Ich bin richtig froh, dass ich heute mein erstes Länderspiel machen durfte. Geht auch ein Traum in Erfüllung, auf jeden Fall, ein Kindheitstraum. Und von daher, ja, mein Papa hat, denke ich, auch ein paar Länderspiele gemacht und ich habe jetzt eins, das ist ganz, ganz schön. Ja, dass wir viele interessante junge Spieler haben, die sich mit viel Leidenschaft hier reingehauen haben. Ich möchte auch gar nicht so detailliert darauf eingehen, das sollte, glaube ich, der Bundestrainer machen, die Erkenntnisse. Aber man hat gesehen, alle sind mit Freude dabei, jeder will seine Chance nutzen. Dass vieles nicht ganz rund laufen konnte mit einer Trainingseinheit ist auch klar, aber man hat gesehen, welches Potenzial wir haben. Also ich war bis jetzt ganz erfolgreich, ohne mir irgendeine Chance auszurechnen. Von daher überlasse ich das Rechnen den Mathematikern und ich selber konzentriere mich einfach, meine Leistung weiterhin zu bringen. In Italien steht noch ein Spiel vor mir. Von daher konzentriere ich mich auf meine Ligaspiele jetzt erstmal auf das letzte und dann schauen wir weiter. Ich bin für alles offen. Ich nehme das mit auf jeden Fall. Habe mich sehr gefreut, dass ich heute auch zum Einsatz kommen durfte. Bin auch sehr dankbar dafür. Aber ich kann es natürlich auch ganz klar einordnen und ich freue mich jetzt erstmal auf meinen Urlaub, muss ich ehrlich sagen. Also habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken darüber gemacht. Ich war jetzt erstmal natürlich fokussiert auf das Spiel und jetzt ist das Spiel gelaufen. Ich denke mal, wir haben alle ganz gute Leistungen gebracht. Die zweite Halbzeit konnte ich leider nicht sehen, weil ich in der Behandlung war. Aber den Rest lasse ich jetzt einfach auf mich zukommen.